Wort hat der Kollege Jörn Wunderlich von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Thome hat den Grund für das Gesetz zutreffend beschrieben. Fälle wie Kevin und andere sollen verhindert werden. Der Kontakt zwischen Mündel und Vormund soll gestärkt werden. In dem Gesetzentwurf, so wie er jetzt vorliegt, sollen also die persönlichen monatlichen Kontakte stattfinden als Sollvorschrift. Das kann kürzer oder länger ausfallen nach Einzelfallprüfung. Und die Pflege und Entwicklung des Mündels ist durch den Vormund persönlich zu fördern und zu gewährleisten. Hier wird also eine Aufgabenerweiterung vorgenommen, die doch ganz erheblich ist. Die Fallobergrenze ist angesprochen worden, ist als Sollvorschrift ausgestattet. Das heißt, es ist ein Abweichen nach oben ebenso möglich. Wobei über die Kosten, die auf die Kommunen zukommen, überhaupt nicht gesprochen worden ist. Die Kommunen haben sich gemeldet und haben gesagt, um Gottes Willen, liebe Bundesregierung, da kommen teilweise Personalkosten auf uns zu, die liegen 100% über denen, die wir jetzt haben. Und dann sagt die Regierung, reden wir über die Kosten nicht, Aufgabenerweiterung soll sofort erfolgen, die Fallobergrenzenzahl von 50, aber erst in einem Jahr. Also erst die Aufgaben, dann die Struktur. Ich kann die Kinder nicht auf die Wiese schicken und sagen, so, jetzt seid ihr alle da, jetzt baue ich einen Kindergarten um euch herum. Sie ist breite Zustimmung in dem Haus. Und Frau Granholz, Sie sagten auch noch, vielleicht kann die SPD zustimmen, das wäre ein deutliches Signal. Wir haben einen Änderungsantrag in den Ausschuss eingebracht. Wir haben nach der Sachverständigenanhörung doch übereinstimmend feststellen können, dass die Zahl 50 wirklich als kritische Marke auch klassifiziert worden ist. Es hieß, ich zitiere mal, 50 sei unverzichtbar, aber praktisch nicht umsetzbar aufgrund der Arbeitsbelastung. Das ist ja hier vorgerechnet worden. Dann hieß es von anderer Seite, 30 bis 40 sei die Grenze angesichts der persönlichen Amtsführung. Und 50 muss mindestens als Muss-Vorschrift, nicht als Soll-Vorschrift eingeführt werden. Grund, das Ganze abzulehnen, war im Wesentlichen die Frage der Finanzierung. Es hieß, 40 ist nicht zu finanzieren. Wie aber die 50 finanziert werden sollen, ist nie darüber gesprochen worden. Die Zustimmung des Bundesrats ist nach Meinung meiner Fraktion ebenfalls erforderlich. Pflicht der Länder, eine geldwerte Sachleistung, vergleichbare Dienstleistung zu erbringen, zur Verfügung zu stellen, mit einer nicht unerheblichen Kostenbelastung, begründet eine Zustimmungspflicht nach Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz. Das hat auch der Bundesrat so gesehen und auch ein vom Wissenschaftlichen Dienst in Auftrag gegebenes Gutachten und eine Stellungnahme, die auch sagen, es ist zustimmungspflichtig, die Länder müssen daran beteiligt werden. Ja, unser Änderungsantrag, wie gesagt, Obergrenze 40 aufgrund der Sachverständigenanhörung. Dann die Anhörung des Jugendlichen in dem Verfahren sollte zwingend vorgeschrieben werden, sofern nach Alter und Entwicklungsstand möglich. Und ein ganz wesentlicher Faktor, das Personal sollte aus sozialpädagogischen Fachkräften bestehen. Da hieß es, das kommt dann in der zweiten Stufe. Ebenso haben wir gesagt, es müssen Interessenkonflikte vermieden werden. Das heißt, Vormund darf nicht gleichzeitig Leistungsträger für Sozialleistungen sein, um da Interessenkonflikte zu vermeiden. Das hieß, das kommt auch erst in der zweiten Stufe. Das Inkrafttreten, Frau Granholz ist angesprochen, ich habe es schon gesagt, birgt einen ungemeinen Druck in sich. Denn wie wollen Sie einem Vormund, einem Amtsvormund des Jugendamtes klar machen, du hast 200, die Zahlen sind ja schon genannt worden, 200 oder 250 Mündel und kriegst von jetzt auf gleich diesen erweiterten Aufgabenkreis, bist persönlich letztlich haftbar für die Pflege und Entwicklung dieser 200 Mündel. Aber die Strukturen, um das zu gewährleisten, die bieten wir dir nicht und die lassen wir erst in einem Jahr in Kraft treten, wobei wir nicht geklärt haben, wie das Ganze finanziell zu leisten ist. Und deshalb, denkt die Linke, müsste man den Jugendämtern insgesamt ein Jahr Zeit geben, um dieses Gesetz tatsächlich auch strukturell umzusetzen. Alles in allem ist das Gesetz eine Verbesserung der gesetzlichen Vorgaben, wobei diese wohl kaum tatsächlich umsetzbar sein werden. Deshalb kann von Seiten der Linken insoweit keine Zustimmung erfolgen. Deswegen werden wir uns auch bei diesem Gesetz enthalten. Frau Granholz und auch an die FDP gerichtet, Herr Thome, hätten Sie dem Änderungsantrag der Linken in den Berichterstattergesprächen zugestimmt? Wir hätten mit den Ländern die Finanzierung klären können. Wir hätten das Personal, die Personalbedarfe klären können. Dann hätten wir wirklich hier Fachpersonal und alles. Dann hätten wir wirklich in diesem Haus hier eine breite Zustimmung, vielleicht sogar eine Einstimmigkeit für dieses Gesetz gehabt. Und dann wäre ein wirklich deutliches Signal an die betroffenen Jugendlichen rausgegangen. Danke.